Servus Leute und herzlich willkommen hier beim hängenden Ezio bei Assassin's Creed 2. Ich habe es jetzt gerade irgendwie geschafft, hier drauf zu jumpen direkt. Und ich kann hier noch nichts synchronisieren. Das ist nämlich da oben das gute Ding. Wir sind hier nämlich noch gerade beim unschaffbaren Turm. Irgendwie ist der echt kacke, der Turm. Und ich habe hier irgendwie schon derbe Probleme, da irgendwie hochzukommen. Aber gut, was soll's. Irgendwie werde ich es schaffen vielleicht, oder auch nicht. Es gibt nämlich, habe ich nämlich gehört, auch so Sachen, wo man gar nicht hochkommt. Ist dann mega beschissen. Das geht noch gar nicht, jetzt zumindest. Okay, es hat jetzt wenigstens mal geklappt, weil da gibt es gibt am Ende noch irgendwas, weiß ich, man kriegt noch irgend so was Special-mäßiges, dass man höher springen kann oder keine Ahnung genau. Warum komme ich denn da nicht hoch, Alter? Da sitzt da doch der blöde Adler. Sag mal, der kommt doch sonst immer so gut hoch. Du weißt, da kannst du dich doch draufstellen, guter Mann. Komm ich da hoch? Nö. Komm ich hier hoch? Nö. Hier hoch auch nicht. Mensch, komme ich da echt noch nicht hoch hier? Das wäre jetzt aber scheiße, Mann. Spring doch einfach. Meine Fresse. Nein, no, doch nicht runter, du Heini. Leute, wisst ihr was? Scheiß auf diesen blöden Kack. Ich finde die Codex-Seiten auch selbst. Okay, tue ich nicht, aber hey. Schitte. Da gibt es noch so Seiten, die könnte ich eigentlich mal abweisen. Damit ich hier nicht so komplett gesucht werde. Wo ist denn die nette Seite? Vermutlich hier jetzt. Was macht denn der gerade? Der hört gerade null auf mich, der Gute. I have never seen a stranger man. He's bolting, stop him! Komm schon, schaffst du. Sehr nice. So. Wo ist denn jetzt die Seite? Die Seite ist vermutlich... Wo ist er denn? Hier ist er doch. So. Sehr schön. Gut, dann zahlen wir einfach mal ein bisschen weniger. Und... Okay, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder mehr. Keine Ahnung. Shit, jetzt falle ich da runter. Alter, was ist denn jetzt gerade los hier, Mensch? Irgendwie ist es jetzt gerade echt... Bisschen Kacke hier, Mensch. Warum komme ich nicht auf diesen blöden Turm hoch? Aber irgendwie ist der echt verkackt. Was soll's? Irgendwie hat es jetzt echt gerade nicht so gebracht, diesen einen Zettel da abzuhängen. Wenn ich so hart eh gesucht werde. Aber egal, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal Hauptmission mäßig weiter. Und da müssen wir auch schon hin. Und das schaffen wir doch. Hallo, guter Mann. Ezio, about time you got here. We found Bernardo Baroncelli. Ottima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Oh yeah. Okay. Ja, wie soll ich den locaten bitte? Da frage ich mich. Ja, okay, der ist da irgendwo hinten. Ah, jetzt muss ich wieder mein Eagle Vision einsetzen. Das ist auch sowas ganz Logisches im Spiel. Ich verstehe, da verstehe ich gesagt nicht mal, was es irgendwie soll. Kapiere ich nicht, aber gut. Weil bei dem Rest irgendwie, das hat noch alles ein bisschen Sinn, aber Eagle Vision, das macht die. Aber egal, was soll's. Wahrscheinlich nicht von hier, ne? Gut. So, nehmen wir diese Wachen auf dem Dach. Da ist er doch schon. So schwer war es jetzt nicht. When to sleep? Kann ich nicht sagen. The guard tower, perhaps. They think me mad. They don't know. Okay, hat mich gesehen. Kein Problem. Help! So, noch ein bisschen und zack, hat geklappt. Ja, locker. Kein Problem hier, Mensch. I knew you would come. Where is Jacopo? So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church.
when a meeting is called. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescat in pace. So, jetzt habe ich natürlich fette Probleme. Hier ist verständlich, wenn man den Typ tötet. Warum eigentlich? Ich meine, das war ihr Arbeitsgeber. Jetzt haben sie keinen Arbeitsgeber mehr. Warum sprechen jetzt noch so rum hier? Also ganz kapiere ich eigentlich nicht. What? You need your capo's permission? Was ist das Ziel? Hat das Ziel, wenn man die erst ein bisschen anlabert. Klingt wirklich aus, das Anlabern. È un duello, fesso. Stronzo! Prova a combattere. I will peel the skin from you. Lentamente. Ja, hopp. Odio questi momenti di incertezza. Ma che... You can't hit me. Merda! No! Das ist eigentlich echt ganz praktisch, muss man echt mal sagen hier. Einfach die Leute beschimpfen. Okay, die hauen ab. Was soll's? Die sollen euch abhauen. Stört mich nicht. Ja, kannst du loslassen. Gut, was heißt, wir müssen jetzt nur noch einen Typen töten. Aber eigentlich, Moment mal eben, noch mal eben auf die Karte linsen. Also wir haben hier noch diesen einen scheiß Ausguck, den ich eigentlich echt gerne noch erkunden würde, weil da ist eh dann noch irgendwas. Da sind immer nur diese Poster, die mich null bocken. Was ist denn hier so? Das sind die ganzen Nebenmissionen. Weißt du was, wir gehen jetzt mal eben hier hin und gucken einfach mal, was das ist, weil ein bisschen Nebenmission kann man auch machen. Und ich denke mal, wir kriegen da Geld und Geld ist immer gut. Only the best of Raymond here, friends. Should be nice to your friends. So, komm schon, da geht's hoch. Sehr schön, sehr schön. Ich hätte noch ein paar Poster abreißen können. Egal, was soll's. Gleich haben wir die eh wahrscheinlich wieder drin. Unser Verhandlungslevel, sag ich jetzt mal. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Sehr nice. So, da kannst du eigentlich runter. Hopp, runter hier. Dankeschön. Und die Dinger öffnen. Dankeschön. Sehr schön, klappt doch. Oh, ich hatte noch die Waffe ausgewählt. Shit. Das war irgendwie auch nicht so ganz beabsichtigt. Nein, jetzt habe ich die noch, nö, jetzt habe ich die engagiert, ey. Wollte die doch eigentlich nur anlabern. Mann, egal. Ach, gute Frau, wie kann ich dir denn helfen? A delicate matter. But important to me. Could you persuade the idiot I married to come home to me and stay home? I implore you. Okay, da muss ich wieder irgendwelche Ehebruch-Leute zusammenhauen. Machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. Muss ich die auch erst locaten? Jetzt habe ich natürlich blöderweise jetzt schon Leute engagiert hier. Aber sowas, die bockt mich jetzt gar nicht. Lachu, dove? Did you see where he went? Ja, genau dahin, wo du standest, guter Mann. Don't worry, we'll catch you. Let me go. Double runtergeschmissen? Noch gar keiner. Das sind aber zu wenige. Upsa. So, gut, hier haben wir Ruhe. So, jetzt müssen wir erstmal den Mann locaten. Wo ist er denn? Ja, irgendwie sehe ich ihn hier nicht. Wo soll denn der sein, bitte? Ich sehe hier nur... so ein paar random Sachen. Ganz Medizin hier. Was ist denn eigentlich dieses Herold-Dings da, Wumster? Achten die Leute, die labern, oder was? Was bringen wir? Assassino! Kostet das was? 500? Alter, nie wieder, Mann, nie wieder. Nie wieder labe ich mit so einem. Meine Fresse, ist das teuer. Aber gut, muss man auch mal machen. Und ich würde sagen, dass jetzt gerade geklingelt hat und ich ehrlich gesagt null Plan habe, wo der gute Mann ist. Hüpfen wir jetzt noch einmal hier hoch. 500! Der will mich ausbeuten, Alter.
Ja, komm, kommst du da nicht hoch? Dankeschön. So, meine Fresse, war das teuer. Nun gut. So wirft man Geld hier raus, Leute. So wirft man sein Geld hier raus. Da ist er doch. So. Wisst ihr was? Wir machen ja eben nochmal einen Cut. Denn der Part ist, wie gesagt, schon eben um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und meine Fresse, haben wir viel Geld ausgegeben. Und dieser blöde Aussichtsturm, den kriegen wir auch noch irgendwann. Aber egal, was soll's. Für diesen Part war's das erste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.